So, moin, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt mal so ein Wunderteil geholt, weil mir das ganz schön auf den Sack geht hier mit dem scheiß Birke da. Das will ich jetzt mal probieren, der was taucht. Wenn nicht, kommt da wieder ein Müll. Aber ich will jetzt mal versuchen, ob der tatsächlich so gut ist. In der Beschreibung steht da drin, dass die Hackschnitze so einfach mal wie Rasen mähen. Und mal sehen, was das ist. Ich wollte ihn eigentlich erst mit dem mit der Bergziege holen. Aber dann habe ich gedacht, ich brauche noch meinen Frontlader. Und somit habe ich mir jetzt in den Axon gemietet mit dem Hänger achter dran und nun will ich mal sehen, was das Ding kann. Schmidtner spielt ab, habe ich Pech gehabt, weil das ist, ich will auch nicht auf den Singlespieler raufgehen und dann das da und da machen, denn da wird es ja einwandfrei gehen. Ich wollte es eigentlich auf dem Server probieren, aber ich habe hier noch so eine dicken Birken, die so umgeknallt haben, also das verstehe ich nicht. Passiert mir auch kein zweites Mal. Also nächstes Mal kriegen sie keinen Harvester. Ich habe hier schon ein bisschen was verladen wieder. Sieht zwar nicht so nice aus, weil ich nicht die ganzen Zweige weggekriegt habe, aber nun gut. Das ist ja für mich. So, wollen wir mal gucken. Den mal abstellen hier. Dann haben wir da ja gleich ein paar Kandidaten. Mal sehen, was das für den kann. Oder ob er mir den so, mal vorlaufen wir mal ausmachen. So, dann mal das Hilfefenster. Dann wollen wir sehen, was er hier kann. Wieso hat der Standfüße? Was soll der Quatsch denn? Ach so. Aha. Oh, das ist ein ganz wildes Teil, wa? So, Ruhe ausfahren. Aua, aua. Und dann bin ich immer gespannt. Mal sehen, was das Ding drauf hat. Sind ja eigentlich nur kleine Dinger, nicht, die er da nehmen soll. Also ist ja nichts Weltbewegendes eigentlich. So, schauen wir mal. So. Ich denke jetzt schon auf oder was? Stützfüße einklappen. Warum macht man ihn denn an? Das dumme Ding. Einmal zum Licht hinten. Ist er denn gar nicht ausgewählt oder was ist das hier? Ruhe einfahren. Hä? V. Gewicht heben, Geräte auswählen, wechseln. Ach, da ist das. Da steht Gewicht anschalten. Was ist denn für ein Scheiß? Wollen wir mal sehen. Oha! Na, das ist ja ein bisschen. Das ist ja ein bisschen heftig, ne? Und kommt da was rein? Ja, kommt was rein? Wollen wir mal sehen.
Ach du Scheiße! Das ist ein ganz wildes Teil. Oh Gott. Jo. Ist gut zum Aufräumen, ne? Aber sonst auch nix. Also die Animation fehlt ja wohl total, ne? Mal gucken. Was macht der denn hier mit? Ach du großer Gott. Oh Herr, wir sind voll. Das ist ja ein krasses Teil. Gott, oh Gott, oh Gott. Hört ihr schon voll? Donnerschlag. Gucken, was er hier mitmacht. Ach du grüne Neune. Ja, also zum Aufräumen ist das ja ganz nice, ne? Aber sonst kannst du das aber auch vergessen. Aber alle Schwede, du dunkler Bär. Ah, muss ich dir nochmal wegbringen, wa? Junge. Das ist ein heftiges Teil. So, und wie mal hier mit ausmachen? Geh. Na nu, wieso kann ich den jetzt nicht mehr wechseln? Das ist so komisch, ne? Mal von meinem Hänger mal abhängen. So, und jetzt? Nee. Was ist denn für ein Scheiß? Macht der denn auch Wurzeln weg? Gewicht abschalten. Ach so, kannst du ihn doch darüber, weil er das hier ausgewählt hat. Naja, gut. Dann kann ich ihn hier einmal wegbringen. Aber das ist ja ein heftiges Teil. Tja. Gut, ich werde ihn mal absetzen hier. Wollen wir die Hackschnitte mal wegbringen, ne? Und das ist ja. Das ging ja schnell. Na nu. Ankuppeln. Wollen wir den mal wegbringen hier. Also ich sag mal so, wenn man es nur nicht übertreibt, dann ist es ja durchaus ja eine feine Sache. Aber ich wollte jetzt eigentlich das da weg haben. Und das sieht natürlich auch ein bisschen daneben aus, ja, nicht? Mit der Plane oben drauf. Aber nun gut. Oh, haben wir hier mal ein bisschen schnell, dann bringen wir das jetzt mal zur Pelletsfabrik hin. Donnerwetter. Da hätte ich ja nicht gedacht. Ja, hier liegt noch ein Kandidat. Das ist ja heftig. Heftiges Teil. Oh, muss ich sagen, da haben meine beiden Mitstreiter aber doch ganz schön gearbeitet hier. Oh Mann. Guck dir das mal an, ist das nicht grauenhaft? Da musst du aufpassen. Meine Fresse. Ich werde mal einen schnell zur Biofabrik hinbringen.
beiden mit nicht weiß. Ich glaube, die hat auch gleich zu. Ach Mann. Seht ihr? Da sieht man auch keine Animation, dass das rausläuft. Er macht was, aber er hat das nicht raus. Da riecht er ein bisschen was, ne? Muss mal gucken. Pellets. Oha. $39 Tonnen. Dünner Schlag. Ja, schnell wegfahren. Oh Mann, das hat er hier schon wieder. Und das ist ja ein bisschen derbe, ne? Das müssen tatsächlich, muss das mit der Zeit zusammenhängen. Ich verstehe es sonst einfach nicht. Also, wir waren ja nun vorhin drauf gewesen. Und da hat er ja nicht so eine... Guckt das mal an. Oh, irre. Ich werde mal sehen, ob ich dann sehe gleich, was ich noch wieder zu kriegen habe von meinem Dünger und meiner Saat. Na? Nee, nicht. Man sagt nicht, dass schon zu ist. Ja, meine ich doch. War ja wohl ein Ding. Mal um 8 mal dazu. Wollen mal sehen, was haben wir hier Schönes. Oh, wir haben keinen Weizen mehr hier. Gülle auch schon wieder weg. Da wieder. Aber 19 Tonnen Dünger. 19 Tonnen Dünger. Und Saatgut haben wir auch schon wieder 12 Tonnen. Das ist gut. Muss ich wieder Weizen herbringen. Und leider alles alleine. Aber gut, wenn wir nachher Follow Me und dann. Na, auskippen. Werde ich Follow Me nehmen und dann. Aber das schaffe ich heute mal nicht mehr. Ich habe mir heute mal die Südharz angeguckt. Nur mal so auf dem Bild. Die ist ja bei Mahua von Seite. Ich muss sagen, nicht schlecht. Aber leider kein Säulenmod. Also das wäre nochmal vielleicht so ein Ding, weil die mich sehr an die Micmac erinnert. Und das wäre nochmal so ein Ding für auf dem Server vielleicht. Also da könnte ich mich nochmal begeistern für, weil er eben diese komischen Felder hat, also nicht gleichmäßig, sondern schön verteilt. Aber ich hatte da auch gesehen, dass da noch ein paar Sachen fehlen, wie vernünftiges Lager für Rüben und so. Also da ist diese hier bis jetzt, glaube ich, echt am besten, weil hier ist alles verbaut, was es eigentlich zu verbauen gibt. Und es kann hier auch keiner sagen, also dass die Map nicht servertauglich ist. Also sie läuft ja. Bis auf eben diese komischen Ruckler. Aber ich muss diese Ruckler, muss ich mal fast mal sagen, sind, glaube ich, echt erstmal ein Zeitproblem, wenn man rauf geht. Und ich will echt mal abwarten, was nun nachher denn der Patch 1.3 bringt. Das will ich mal abwarten. Denn wie gesagt, ich spiele hier also wahnsinnig gerne. Auch wenn man immer wieder diese kleinen Rückschläge hat hier. Aber es ist sehr nice, das Teil hat sich furchtbar viel Mühe gegeben und gibt sich auch immer noch sehr viel Mühe und macht und tut. Also kann ich nicht anders sagen.
muss man richtig aufpassen, dass man nicht erschlagen wird, wie da die Säge ansetzt. Das ist ja sagenhaft. Aber ich werde nachher mal einen neuen Freund nehmen. Also das muss ich mir noch nicht geben hier. Weil dass sie so ein Ding gefällt haben, das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber ich musste noch einmal Feierabend mit diesen Bäumen hier. Also da mache ich nichts mehr mit. Einen habe ich noch da liegen. So ein Scheißding. Ich werde mir jetzt die Filetstücke rausholen, die werde ich verladen und die bringe ich dir dann zum Bretter machen und den Rest werde ich nämlich in den Hacker reinhauen. Werde ich jetzt schön hier mal sehen, dass ich hier, aber das sind ja alles ja so eine Scheißdinger hier, da kann ich ja gar nichts gebrauchen von fast. Und ja, diesen hier können wir nochmal nehmen hier, da kann nochmal was Schönes werden. Aber den Rest, den hole ich alles in Hacker rein. Das ist ja doof. Da diesen hier, da nochmal. Da nochmal schneiden. Obwohl, ich muss sagen, das bringt Bock. Gar keine Frage. Wenn es denn vernünftig laufen will, ne? Aber wie gesagt, manchmal ist das ja auch... Also, dass man diese Fellmarkierung nicht so gut sieht, das ist auch ein bisschen doof. Oder ich mache da irgendwas falsch, weiß ich nicht. Muss ich mal beim Kumpel nochmal fragen. Mal erst so ganz unten nur sehen und dann sieht man gar nichts mehr. Das ist auch voll geil, ne? Mit dem Verladen hier, ne? Also, das ist aber auch ein Singlespieler besser. Dann läuft er erst nach. Das sieht ja auch urig aus. Ja, also da werde ich wohl kein großer Freund von werden. Weiß ich nicht, ob er diesen hier kriegt, ob ich den so mitnehmen kann. Ich glaube mir eher nicht. Guckt mal an, die Zange. Also da, ich weiß nicht, entweder sie machen da was dran. Sonst werde ich wohl kein großer Freund vom Holzfällen werden. Obwohl ich das eigentlich auf dem Singlespieler gern gemacht habe, davon ab. Da hat er Spaß gebracht. Aber dieses hier, das kann er ja voll Spaß verleiden.
Guck mal. So ein Strom dran war oder war da drin? Guckt euch das mal an, das ist doch die wahre Pracht, ne? Nee, das ist mir zu blöd. Das hat nichts. Aufräumen hier. Oh, hier sind noch mehr Dinger. Ach, nee, du. Nee, die räumt sich so weg. Dann fahre ich lieber ein paar Mal Hackschnitzel. Mit mehr von. Das ist ja Wahnsinn, was die hier unten geholzt haben. Oh ja, ich habe mich jetzt dazu durchgerungen. Ich fahre jetzt diesen hier nochmal hin, da zum Sägewerk. Und dann kann die Hexe gleich da noch den einen Stamm mitnehmen. Kommt mir glaube ich auch daran, jo. Also das ist ein richtig schöner Trecker, den werde ich auf jeden Fall demnächst mal nehmen zum Pflügen. Und zum Pflügen wohl. Denn für die anderen kann man ja die etwas leichter nehmen, aber zum Pflügen werde ich die mal nehmen. Und jetzt werde ich diesen Müller wegbringen, den Auflieger. Dann werde ich mir nochmal einen großen holen. Und dann will ich noch mal einmal einen großen Stiel Heckschnitzel holen. Von da, ich mache jetzt alle zu Heckschnitzel. Oha, hier, das schiebt ja wieder, wa? So. Dann will ich mal gucken, ob das geht. Ob ich hier vielleicht den Stamm vorne reinpacken kann. Hinhaut. Sonst muss ich den fahren und dann nehme ich den anderen als Follow Me, dass ich den Mist hier loswerde, Mensch. Das sieht hier alles aus, so wie Kraut und Rüben. Über die da meinten, sie müssen da diese Fellaktion starten. Ja, naja. Aber dieses Ding ist schon nicht schlecht. Also zum Aufräumen auf jeden Fall und eben in der Notlage, sag ich mal so, ne? Also diese Zange könnte ruhig irgendwie breiter sein, also vielleicht so in etwa wie jetzt die Poldergabel von dem JCB-Pack. Das wäre natürlich ideal. So, will ich dann damit mal voranfahren. Dann kann der andere jetzt auch da rankommen. Will er ja wohl schaffen. Wenn wir langsam fahren. Dann kann
der auch daran kommt. Und dann verkaufe ich die Ziege auch. Ne? Hat sich jetzt gerafft oder nicht? Alles schon, ne? Noch nicht? Scheiße. Schönes Ding. Also mit dem Licht hier ist echt gut. Ist er gar nicht an? Doch, der ist an. Jetzt hat er ihn. Hat ein Drama. Oh, guckt euch das mal an. Wahnsinn. Oh, gibt's doch gar nicht. Das ist doch echt bescheiden, ne? Thank you.
So, aber jetzt endgültig schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Ne? Und tschüss.